So, Leute, da ihr seht schon, wir sind wieder bei Dying Light. Keine Panik, wir spielen immer noch Mario Kart. Die es natürlich immer noch mitmachen wollen, hast du nicht gesehen. Aber ich habe gestern angefangen, das Spiel wirklich zu spielen und muss sagen, bin positiv überrascht. Also im Stream sah es immer ein bisschen zu hektisch aus, aber wenn man es selber spielt, ist es auf jeden Fall definitiv anders. Und ich habe auch gesehen, da ich ja den MMOGA-Link unten reingehauen habe in die Videobeschreibung, was ich natürlich auch diesmal machen werde. Werde ich euch trotzdem nur kurz zeigen, wer Bock hat, das Spiel auch zu spielen, den ersten oder sogar den zweiten Teil, den es als Uncut-Version gibt, zeige ich euch nochmal gerade genau, was der Spaß euch kosten wird. Nämlich, ihr seht, die Ultimate Edition, ne, Platinum Edition, kostet euch 9,99 € mit allen DLCs. Also für 10 Euro kannst du da echt, du kannst nichts falsch machen. Also wenn du das Spiel noch nie gespielt hast, für 10 Euro, was willst du falsch machen? Wie gesagt, einmal das haue ich euch unten in die Videobeschreibung rein. Und dann zeige ich euch auch direkt, zack, 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 gehen wir direkt auf MMOGA. Ich zeige euch einfach ganz simpel, wie es geht. Aber ich hau euch ja direkt den kompletten Link rein. Hatte ich euch ja gestern schon bereits gesagt, es gibt auch Dying Light 2 Uncut-Version für 43 Euro und die normale Version. Aber da müsst ihr aufpassen, denn Uncut ist halt, wie wir hier unten sehen, worldwide. Aber die andere Version eben nicht. Und das wird wahrscheinlich auch generell ein Problem werden, dass man die normale Variante in Deutschland nicht spielen kann. Zumindest denke ich mal nicht über Steam. Das wird, glaube ich, zum Problem werden. Aber mal gucken, was daraus sich entwickelt. Ich gehe auf jeden Fall jetzt rein in den Stream. Wer dabei sein will, einfach wie immer auf Twitch. Einfach auf Karte 86. Ich muss mich selber an meinen Namen gewöhnen. Also, erstmal danke nochmal für den ganzen Support. Vielleicht sieht man den einen oder anderen gleich. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.